Moin, tolle Rö, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Selbst noch Zelda Ocarina of Time. Wir gehen erstmal, ich glaube, hier rein. Okay. Ja, jetzt ist halt Nacht, jetzt sind sie halt alle schon am Pennen. Oh, hallo. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass ich der fantastische Basil auf einer dämlichen Farm diese Arbeit im... Weil der Farmbesitzer ein Faulpelz ist, muss ich die gesamte Arbeit erledigen. Ich, einzigartige Basil, sollte diese Farm leiten und nicht der faule Talon. Okay. Hey, Kühe. Ja, ich stimme dir da fast zu. Aber wirklich nur fast. Eigentlich gar nicht, aber pst, sag's keinem. Hier gibt's noch 3 Skulltulas, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ist hier eine? Ja, okay, hier ist eine. Dann gibt's hier 4, glaube ich, noch. Einmal die da oben, die wir schon im letzten Part gesehen hatten. Dann... irgendwo hier an einem Gitter, glaube ich. Am Tag können wir uns auch Epona holen, ne? Übrigens. Was wir auch definitiv machen werden. Dann, ich glaube, hier an dem Zaun, also da an dem Unterstelldings hier. Hier, ja, genau. So, okay. Zack, und irgendwo da hinten. Entweder da oben an dem Turm oder an der Wand irgendwo. Aber die können wir halt auch noch nicht holen, weil wir das Skulptura-Symbol halt nicht erreichen können. Noch nicht. Irgendwo hier war eine. Oh Gott! Dreh dich um, Link! Okay. Wo war das? Da hinten. Da hinten krabbelt sie. Okay. Aber wir können hier uns ein Herzteil holen, Leute. Ein Herzteil. Indem wir jetzt erstmal hier ein paar Kisten wegschieben, wegziehen, was auch immer. Nein. Oh, geh doch weg. Nein. Oh. Nein. So. Nein. Ja. So. Die Kiste ziehen. Ich glaube, das reicht sogar schon. Wir kommen jetzt schon hinter, ne? Genau. Und jetzt können wir hier irgendwie... danke. Rein und hier ist ein Herzteil. Wartet gemütlich. In dem Stroh auf uns. Nice. Noch 2 Herzteile und wir haben einen weiteren Herzcontainer. Und ich weiß gar nicht, wann kriegen... ja, doch, ich glaube, eins kriegen wir bald. Oder? Ah, ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, wenn wir an den Orten sind, dass es da Herzteile gibt oder so. Hier gibt es, glaube ich, weiter... nee, hier gibt es keins. Wie gesagt, wir können uns hier noch Epona holen, aber dafür muss es Tag sein. Es soll irgendwie schneller sein, wenn man sich so bewegt, oder? Ach, egal. Gut, wir gehen einmal kurz raus gleich. Weil hier vergeht die Zeit ja nicht. Das heißt, wir gehen raus, warten auf Tag. Und können wir in der Zeit draußen noch irgendwas erledigen? Ich weiß es gar nicht so. Muss ich zugeben, ich weiß es echt nicht. Ja, ein paar Skelette töten. Geh weg! Ja, nochmal nachgucken, ob hier doch eine Skulltula war. Nachdem wir die Skelette besiegt haben. Nein, war keine. Okay. So viele Skelette! Ja! Okay. Alter! Nein, daneben gesprungen! Alter. Langsam ist aber gut hier. Boah.
Kann jetzt langsamer Tag werden. Der ist riesig. Hallo. Ein Herzchen bekommen, schön. Wir müssen halt Tag haben. Ich will halt Ebona schon holen. Damit wir das schon mal von der Liste streichen können, weil dann müssen wir, glaube ich, auf der London Farm nichts mehr machen, oder? Wir können doch als Link, als Junge, als kleiner Junge können wir doch Ebona haben, oder? Ich bin der Meinung, ja. Oder? Oder? Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr genau. Shit. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht umsonst, dass ich das hier mache. So, nice. Wird langsam... Lol, bist du riesig. Yeah. Okay, wir haben genug Geld, denke ich jetzt mal. Auf jeden Fall. So, dann können wir jetzt da hinten hingehen. Da hinten hingehen. Da hinten hingehen. Da ist Ebona auf der Weide. Dim, 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 dim. Hallo. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin, hast du sie gesehen? Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Ebona. Süß, nicht wahr? Ja. Kann ich ihr nicht irgendwie, wenn ich jetzt die Ocarina zeige? Wie es scheint, hat Ebona Angst vor dir. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Ja, wenn du mir zeigst, wie das geht. Ah, okay. Oh, ein hübscher Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Klar. Dö, 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 dö. Yeah. Nice. Du hast dir Bonas Lied erlernt. Dö, 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 dün, dö, 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 dün. Yeah. Die Eule, deine Ernte? Zack, 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 zack. Di, di, din, din, din. Müsste Ebona jetzt nicht zu mir kommen? Irgendwie? Weiß ich nicht. Oh, Ebona, sie hat antike Feinde gefunden, Feenjunge. Ja, ne? Geil, wa? Kann ich sie jetzt nicht mitnehmen? Zack, 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 zack. Jetzt muss sie doch eigentlich... War das nicht so, dass das jetzt... Das ist, warte mal. Ja, komm schon. Ebona. Ja, ich weiß. Hey, muss ich sie... Darf ich sie... Kann ich sie... Hä? Warte mal. Ja, Ebona, komm her. Darfst du nicht raus? Ebona darf nicht raus, wie es aussieht. Okay. Wie ist denn das, wenn ich jetzt Ebonas Lied spiele? Au, draußen. Kommt sie denn mit? Oh, ich weiß es nicht mehr. Und dann muss ich hier einmal raus und wieder reingehen, damit ich... Weiß ich nicht. Ach, komm. Wenn ich jetzt hier Ebonas Lied spiele... So, kommt Ebona dann angesaust?
Nee. Ach, egal, komm, mach ich das jetzt nicht mit Ebona. Ach, Menschenskinners, ey. Dann, ja. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt weiter nach Kakariko. Aber wir haben Ebonas Lied gelernt. Ach nee, ich brauch das Lied später nur, ne? Kann ich überhaupt jetzt mit Ebona reiten? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann ich das als Kind machen? Ach Gottchen, ich weiß es alles nicht mehr, Mensch. Ist so lange her. Es ist so lange her. Aber ich glaube, an dem Baum dort oder an dem Baum dort ist, glaube ich, nachts eine Skulltula, oder? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, muss aber nicht sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hoch und besuchen Kakariko. Ich weiß gar nicht, ist in Kakariko die Zeit angehalten, wenn wir dort sind? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube wirklich nicht. Wir können nämlich einiges machen, einige Skulltulas holen. Nachts auf dem Friedhof etwas tun. Hühnchen einsammeln. Ja, Hühnchen einsammeln. Und zwar müssen wir das Hühnchen... Wir können hier eine Flasche holen, ne? Genau. Wir können hier... War das hier mit... War das als kleiner Junge oder war das als Erwachsener? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Hallo. Meine Hühner sind davon gerannt. Ja, fange noch 6 weitere. Ja, okay. Dann machen wir das mal eben. 6 Hühner fangen. Zack. Ist das jetzt rein? Ja, ne? Ja, ist das drin? Okay. Genau, wo waren die ganzen Hühner, ey? Och Gottchen. Okay, hier war keins, aber wir können hier hoch. Ach, okay, wir können hier rein, genau. Da ist noch ein Hühnchen. Shit. Wie kam ich da nochmal hin? Kann ich das jetzt überhaupt schon machen? Ja, ich glaube schon. Ich bin der Meinung, ich kann das jetzt schon machen. Ein Hühnchen ist doch dort drüben, ne? Ja, genau. Aber das konnte man doch auch irgendwie schon bekommen, glaube ich. Irgendwie. Zack. Oder? Nein. Och, Mensch. Konnte man das nicht schon bekommen? Bin der Meinung, das konnte man schon bekommen. Irgendwie. Ach komm, ich weiß es nicht mehr, Mensch. Ich weiß nicht mehr, wie... Käfer. Okay, aber ich will die Flasche haben. Wir bekommen von ihr, soweit ich weiß, eine Flasche. Ist da oben? Nein. Da ist auch kein Hühnchen. Da sind Kerne drin. Egal. Kerne brauchen wir jetzt nicht. Genau, hier drunter war, glaube ich, ein Hühnchen. Unter dieser Kiste. Hier drunter war doch ein Hühnchen, ne? Ja, genau. Komm her. Kannst du mal... Danke. Okay. So, und jetzt können wir, glaube ich, mal von hier versuchen, dorthin zu springen. Ja, genau. So geht das doch alles. Nicht dein Ernst? Mann. Mann. Okay, dann haben wir schon mal 4. Wenn wir diese beiden Hühnchen hier abgeben. Zack. Genau, das ist Nummer 3. Dann haben wir hier hinten halt Nummer 4. Nummer 5 haben wir auch schon gesehen. Nummer 6 habe ich auch gerade schon gesehen. Das waren doch nur 6, oder? Oder war es 7? Ach Mensch, ich weiß es doch nicht mehr. Mann. Ich habe das Spiel nur einmal, wie gesagt, durchgespielt. Nur einmal. Aber wir können uns hier auch noch ein Herzteil holen, Leute. Ein Herzteil. Ein super tolles Herzteil. Ein super, super tolles Herzteil. Genau. War hier noch was drin? Nein. Okay. War hier hinten ein Hühnchen? Ja, hier war ein Hühnchen. Okay. So, das holen wir aber, glaube ich, später. Ich glaube, das nehmen wir später. Ja, genau. Schmeiß ich das mal eben dahin. Ja, Navi ist okay. Und zwar konnte man doch...
Erstmal ist hier nachts an der Leiter des Cthulhu, übrigens. Und wie es aussieht, verfliegt die Zeit nachts nicht im Dorf hier. Das ist ein bisschen doof. So, und jetzt konnten wir uns hier hinstellen und einfach rüberjumpen. Genau. So, langsam. So, und eigentlich bekommt man von dem mein Herzteil, eigentlich soll man das nur als Erwachsener bekommen, aber... Hey, schön dich wiederzusehen, genau. Man kann nämlich eigentlich nicht mit dem reden, wenn man, also so, weißt du? Beziehungsweise halt nicht hier oben. Eigentlich ist es gar nicht so geplant, dass man hier oben halt steht. Aber wir haben es trotzdem getan. Wodurch wir halt jetzt ein Herzteil bekommen haben. Als Erwachsener kann man sich ja mit dem Enterhaken und so auf die Dächer ran, an die Dächern ranziehen und... Ihr wisst Bescheid, aber... Ja. Wir als Kind können halt einfach diesen Jump-Trick da anwenden und auch da hoch. Und ich weiß gar nicht, eigentlich sollen wir, glaube ich, hier auch noch nicht hin, oder? Oder? Ja doch, durch einen anderen Weg wahrscheinlich, aber... Nicht hier durch. So, hier ist ein Hühnchen, genau. Und... Miau. So, Nummer 5. Ey, nimm das Hühnchen. Nummer 5. So, Nummer 6 hatten wir doch hier hingeschmissen irgendwo. Und Nummer 7 auch, ne? Ja, hier. Ich hoffe, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe es nicht in den Brunnen geschmissen. Das wäre nämlich ein bisschen unlucky gewesen. Komm mal her. Ich schmeiß euch jetzt einfach da beide zusammen hin. Haben wir nämlich alle und dann kriegen wir eine Flasche. Das Herzteil haben wir auch geholt. Wir können uns aber auch noch ein Herzteil holen. Kannst du mal... Könnt ihr mal... Mann! Hühnchen! Danke. Okay. Das Hühnchen da rein. Und das Hühnchen da rein. Hier hast du alle. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme ein... Was? Okay. Gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Eine Flasche. Yeah. Wir haben eine leere Flasche bekommen. Unsere erste von 4, glaube ich, ne? 4 Flaschen kann man haben. Ich bin der Meinung 4, ja. So, da drin... Geht das schon? Können wir uns von ihm das Lied holen? Wäre zumindest ganz cool, wenn ja. Da oben ist ein Herzteil, da kommen wir jetzt aber noch nicht hin. Hallo? Ah! Ja, aber ich hab das Lied noch nicht. Kannst du mir... Ich mag es, bla bla, ja. Ach, shit. Shit, shit, shit. Das Lied kriegen wir dann erst später. Okay. Aber da müssen wir das Lied spielen. Auf jeden Fall. So viel weiß ich noch. Können wir da eigentlich auch so rüber? Nee. Die Hühner sind schon wieder angekommen. Ist es denn jetzt? Ich war einmal kurz draußen und wieder drin. Ne? Und das Huhn ist schon wieder entkommen. Konnten wir uns nicht als Kind... Kommen wir da nicht hoch? Da kamen wir doch hoch, oder? Auch mit einem Huhn, glaube ich, irgendwie. Aber egal, okay. Was mache ich denn jetzt nochmal hier? Genau. Hier gehen wir noch nicht lang. Ich will erstmal in das Haus hier hinten rein. Und nochmal auf die andere Seite. Ich will nochmal auf die andere Seite. Da war ja ein Loch, wo ich reinfallen möchte, bitte. Hallo? Ein Job, bei dem wir viel gerne Diebstahl ein. Ey. Okay. Da muss ich so... Okay, da muss ich, wie es aussieht, auf dem Weg wirklich da hoch. Oder darüber auf die andere Seite. Ist, glaube ich, nicht so gewollt. Ich glaube, man soll mit dem Huhn oder so da lang rennen. Oder darüber hüpfen. Ich weiß es nicht genau. Aber naja. Wir machen es halt so. Wir machen es auf... diese Art. What?
Okay, wir machen es noch nicht nochmal auf diese Art. Ich wollte nur einmal demonstrieren, wie es aussieht, wenn man failt. Komm schon, ey. Kann doch nicht wahr sein. So, zack. Ja. Zack, einmal bitte runter, da. Geh runter, Link. Danke. So, und zwar ist hier ein Loch. Ich möchte hier mal rein. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Ich weiß echt nicht, was dort ist. Aber wir müssen den Part auch gleich beenden. Oh, da ist ein... Oh. Geld wahrscheinlich, oder? Scheiße. Ja, ein Zwacken, okay. Ein Zwanni. Aber irgendwas müssen wir doch machen können, oder nicht? Irgendwas müssen wir doch noch machen können. Echt gar nichts mehr? Na, hier ist noch ein Haus. Ja, okay. Warte, was? Okay. Da oben kamen wir auch noch nicht hoch, ne? Nee, das bringt uns da auch nichts. Dann gehen wir mal zum Arbeiter. So, von der anderen Seite aus. Und gucken mal, ob er uns jetzt durchlässt vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht lässt er uns ja... Okay, nein. Obwohl, vielleicht hat er... Nein! Oh. Nein, ernst. Ach Mensch. Okay, gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, ich stelle mich gleich außerhalb des Parts einmal draußen hin, damit es Nacht wird. Und wir hier noch ein paar Skulltulas sammeln können. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.